Hallo und herzlich willkommen. Unser heutiges Thema sind Doppelkonnektoren oder sogenannte zweiteilige Konnektoren. Zweiteilige Konnektoren verbinden zwei Sätze in der Weise, dass der eine Konnektor im einen und der andere im anderen Satz ist. Zwei Konnektoren gehören immer zusammen. Sie bilden also ein Paar. Welches Paar zu einem Satz passt, hängt von dem Sinn des Satzes ab. Die Reihenfolge der beiden Konnektoren lässt sich nicht umkehren. Das bedeutet, wir können nicht die zweite Satzhälfte einfach nach vorne schieben. Ich lege dir heute acht Doppelkonnektoren dar. Das erste Paar, sowohl als auch. Das bedeutet, A und B, beide passen. Zum Beispiel, schöne Kleidung kann man Sowohl. im Geschäft als auch im Internet kaufen. Hier müssen wir die Kommaregeln beachten und nicht die Komma zwischen zwei Sätze einfügen. Das zweite Paar. Nicht nur, sondern auch. Das bedeutet A plus B, aber das zweite ist betont. Zum Beispiel, schöne Kleidung kann man nicht nur im Geschäft, sondern auch im Internet kaufen. Das dritte Paar. Entweder oder. Das bedeutet A oder B, eines von beiden. Zum Beispiel, schöne Kleidung kann man entweder im Geschäft oder im Internet kaufen. Und wieder kein Komma. Das vierte Paar. Weder noch bedeutet nicht A, nicht B. Beides nicht. Zum Beispiel, schöne Kleidung kann man weder im Geschäft noch im Internet kaufen. Wieder kein Komma. 5. Teils, teils. Ein bisschen A, ein bisschen B. Sehr diplomatisch. Zum Beispiel, viele Frauen kaufen die Kleidung teils im Geschäft, teils im Internet. Und hier haben wir ein Komma. Das bedeutet, sie können sich nicht gut entscheiden, sollen sie im Geschäft oder im Internet kaufen? So, teils, teils. 6. Zwar, aber. Das bedeutet, etwas ist positiv, negativ oder negativ, positiv. Die Kleidung im Internet zu kaufen ist zwar leichter, aber im Geschäft kann man das Material füllen und die Größe probieren. Einerseits, andererseits. Das bedeutet, wir haben zwei Aspekten. Und vorsichtig, andererseits. Viele, viele Menschen lassen diese ER wegfallen. Nicht vergessen, andererseits. Einerseits ist die Kleidung im Internet billiger, andererseits werden oft falsche Größen dort dargestellt. Und 8. Je, Punkt, 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 desto oder je, Punkt, 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 umso. Das bedeutet, B ist abhängig von A. Beide werden weniger oder mehr. Zum Beispiel, je länger man die passende Kleidung im Geschäft sucht, desto schneller entscheidet sich man, die im Internet zu kaufen. Wenn du dieses Video hilfreich findest, bitte Like und Abo-Button anklicken, Kommentar schreiben und dieses Video weiterteilen. Und bis nächstes Mal.